Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Light Platinum. Wer ist Team Steam? Team Steam ist doch diese Gruppe von Losern, die gegen hier diesen aufsteigenden Champ verliert, der jetzt seinen 8 Norden holt. Der Arenaleiter Wesley benutzt Drachen-Pokémon. Benutze Eis-Pokémon, um ihn zu besiegen. Ich besitze keinen. Aber die Arena ist hübsch. Und Elevoltex sollte nicht nach vorne. Das ist meine Chance, nochmal Garados ein paar Level zu geben. Und drum kriegt er jetzt auch... Na, bei den Eiern finde ich das nicht, was ich suche. Und hier auch nicht. Wo ist das denn, was ich suche? Hier, das Glücksei. Das Glücksei geht jetzt schön an Garados. Jetzt geht es los, hier der erste Trainer. Daher, yes, hier ist die härteste Arena in der Zeri-Region. Bist du bereit? Are you prepared würde man eigentlich mit bist du vorbereitet übersetzen. Allerdings ist bist du bereit die eigentlich deutschere Frage, weswegen ich es hier so übersetzt habe. Boah, das war eine Spätzenübersetzung hier. Und Dragonier erst auf Level 42. Eigentlich hier jetzt auf richtig, richtig harte Kämpfe gefreut. Und das kann das Dragonier hier jetzt nicht bieten. Das wird nämlich sofort runtergehen. Sofort runtergehen, sieht man auch. Shelgon? Was ist denn Shelgon? Ist das das Feuerschnecken-Pokémon? Nein. Hier ist eine Hydro-Pumpe gekommen. Wird nicht sehr effektiv sein, aber ich will mir meinen Eisstrahl aufbewahren. Das ist sogar ineffektiv. Agilität! Das will schneller sein als mein Garados. Da kannst du noch ein paar Mal Agilität einsetzen. Derzeit surft mein Garados über das Shelgon hinweg und tötet es. Und es gibt die falsche Anzahl an Erfahrungspunkten. Unser Anführer Wesley wird dir nicht einmal eine Chance im Kampf geben. Grundsätzlich ist hier der Arena-Kampf ein bisschen witzlos, denn Wesley hat, wie wir es ja mitgekriegt haben, auf dem Berg gegen Team Steam verloren und ich habe mit Team Steam den Boden gewischt, also weiß ich nicht, wie soll das hier eine wirkliche Herausforderung werden? Wie soll der mich wirklich herausfordern können, der Arena-Leiter hier? Aber alle haben sich hier schon Drachen-Pokémon. Es gibt ja auch insgesamt inzwischen wirklich genug, um eine ganze Arena vollkommen abwechslungsvoll zu füllen. Das ist schön, das ist was, was in der ersten Generation gefehlt hat. Da gab es nämlich nur Dratini, Dragonir und Dragoran an Drachen-Pokémon. Ah, dann doch eher mit dem Prädikat witzlos zu versehen. Hat sich aber über die Zeit geändert. Sowieso, wenn man mal von Editionen, die sich storytechnisch kaum entwickelt haben, absieht, hat sich die Pokémon-Serie seit der ersten Generation sehr, sehr gut entwickelt. In Sachen Balancing, in Sachen Pokémon-Auswahl, in Sachen Pokémon-Unterschieden. Ja, ich möchte den Schalter drücken, um die Drachenwege zu verändern. Die Wege wurden verändert. Ah, gegen den will ich kämpfen. Sieht aus wie ein optionaler Kampf, aber man weiß ja nie. Du wirst die Kraft der Drachen-Pokémon in dieser Arena verstehen lernen. Oder so. Flaxure! Flaxhure. Ich nenne ihn eine Fraxhure. Also kleine Fraxhure. Bock ein bisschen rumzufraxen. Beide haben sie die gleiche Fähigkeit. Schön den Angriff senken. Schade, dass meine Attacken alle über Spezialangriff laufen und deswegen meine Angriffskraft quasi null gesunken ist. Oh nein, das ist nicht sehr effektiv. Ein Drachenatem. Das ist auch eine Sache, die sehr... Böse. Diese Paralyse war böse. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Jetzt bin ich blöd. Mach deinen Schwertertanz. Du wirst mich bestimmt mit deiner gesteigerten Angriffskraft ganz oft angreifen können. Wirst du bestimmt voll oft machen können. Da hast du die Abrechnung für deine Paralyse, du Arsch. Arsch. Der coole Trainer Patrick wurde besiegt. Wenn du im Kampf erfahren bist, kannst du jeden Typ von Pokémon besiegen. Das stimmt wohl. Full Heal. Hier für Garados. Paralyse juckt mich doch kein bisschen. So, und hier ist der nächste Trainer. Dieser Platz ist wie für Leute gemacht, die noch niemals Kontakt mit Drachen-Pokémon hatten.
glaube ich, ist die richtige Übersetzung. Bin mir nicht ganz sicher. Fabian möchte kämpfen, der coole Trainer. Setzt ein Shelgon ein. Das sieht für mich aus, wie die Arena verläuft, wie der letzte Trainer vom Boss. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder auf Eisstrahl. Um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. 591 Erfahrungspunkte für Garados. Und er benutzt jetzt ein Dragonier. Das kriegt auch einen Eisstrahl. Und damit hat sich die Geschichte um dieses Dragonier erledigt. Dragonier ist übrigens wirklich eines der allerschönsten Pokémon in der gesamten Serie. Es ist elegant und mächtig, anmutig. Es vereint alles, was es auch vereinen soll. Das sieht man selten. Elegant, Anmut, Kraft, Respekt. All das sieht man in Dragonier. Das ist sehr schön. Das sieht man mehr in Dragonier als an Dragoran, finde ich. Dragoran sieht... Was ist denn jetzt hier passiert? Jetzt kann ich gegen die kämpfen, okay. Diese Arena ist nur für Leute, die Meister der Drachen-Pokémon werden wollen. Ein Gabite. Ja, dann ist das hier wohl jetzt der letzte Trainer, dem ich noch begegne. Senken wir mal wieder die Angriffskraft von dem Fieder hinten und machen nur Surfer. Eisstrahl hebe ich mir dann doch wieder auf. Tötet es sofort! Das überrascht mich ein bisschen. Flygon, Flygon, Flygon. Wie sah das denn aus? Ah, das Flygon. Eisstrahl kriegst du trotzdem. Dann habe ich noch 5 Eisstrahl für den Boss. Es sei denn, das Flygon überlebt das hier überraschend. Tut es aber nicht. Also ist es weg. Hier sieht man schön, wie sich die Drachen-Pokémon entwickelt haben. Dass es wirklich viele abwechslungsreiche, starke Drachen-Pokémon gibt. Hat sie gerade behauptet, das Dragoran vom Arena-Leiter wäre unbesiegbar. Okay, dann drücke ich mal hier den Schalter noch schnell. Und jetzt sollte ich auch durch die ganze Arena kommen, nehme ich an. Hier hätte ich jetzt doch noch gegen den kämpfen müssen. Und hier sehen wir schon auf dem Podest, ganz anmutig mit seinem Dragoran neben sich, den Arena-Leiter. Jetzt, wo ich in der letzten Arena bin, kann ich auch nochmal betonen, dass ich diese Art und Weise vom Arena-Standpunkt sehr geil finde, dass der Arena-Leiter immer da steht mit seinem Pokémon. Mit seinem Marken-Pokémon. Willkommen in der Arena. Das hier ist die letzte Arena der Zeri-Liga. Also ist das die modernste und schwerste von allen. Sei stark und sei bereit. Ich werde diese Arena mit all der Kraft verteidigen, die meine Pokémon besitzen. Dann bin ich gespannt, wie viele Pokémon du hast und wie du aussiehst. Wesley möchte kämpfen. Ein Kingdra! Ein Kingdra, direkt ein Drachen-Pokémon, das keine so einfache Eisschwäche hat und mein Garados deswegen eigentlich sehr gut countert. Ich glaube, ich werde da auch einfach auf Illewoltek direkt wechseln. Weil ich mein Garados doch noch aufbewahren will für die Pokémon, wo es dann wirklich effektiv ist. Und es benutzt Blubber. Es benutzt Blubber. Warum kann das wie Blubber? Das ist eine richtige Attacke, die der letzten Arena würdig ist. Eine Hydro-Pumpe. Aber doch bitte nicht Blubber. Auf jeden Fall ist 58 wieder eine schöne Marke. Bin ich mal auf die Top 4 gespannt, wenn der letzte Arena-Leiter bereits bis 58 geht. Da wird noch einiges kommen. Illewoltek ist jetzt Level 70. Garchomp. Ja, da gehe ich wieder mal auf Garados. Ich bin jetzt auch so im Levelbereich, dass es interessant ist. Hier, sein Garchomp hat sogar einen Level-Vorsprung auf mich. Es wird hier doch ein interessanter Kampf. Man muss zwar bedenken, dass ich attackenmäßig sehr im Vorteil bin mit Garados, aber wenn man Garados einmal drauf geht, dann kann das sehr böse enden. Und da kommt der Hyperstrahl. Wie als hätte er gewusst, dass er höchstens eine Attacke haben wird, ist das ein sehr starker Angriff auf meinen... Ist auch sehr starker Angriff und nimmt kaum Schaden. Ein starker Angriff auf meinen Garados. Wäre natürlich nützlich, wenn er Elektroattacken könnte, denn Drachen-Pokémon können eigentlich auch Elektroattacken erlernen. Flygon, ja, da wechsle ich nicht. Ich bin mal auf das Level von seinem Dragoran gespannt, ehrlich gesagt.
60 gegen 60, das ist ja mal ausgeglichen hier. Das ist ja mal ausgeglichen. Kommt der Eisstrahl, reicht aber in einem Schlag. Reicht schon in einem Schlag. Und wieder unfassbar viele Erfahrungspunkte von meinem Gyarados. Haxorus. Was ist denn Haxorus? Ich bleib mal bei meinem Gyarados. Hoffentlich bereue ich das nicht. Das ist Haxorus. Und es kann Intimidate, natürlich. Schade nur, dass ich nach wie vor meine Attacken auf Spezialangriff auslege. Das ist sehr effektiv. Jetzt kommt die Drachenklaue, die mir auch wieder ein bisschen Schaden drücken wird. Ja, ein bisschen ist auch genau das richtige Board. 63 war das auch. So, viel zu wenig Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt sein Dragoran. Da muss ich ihm natürlich das richtig respektvolle, richtige Gegen-Pokémon vorsetzen. Los, Kurupi! Da zeige ich ihm jetzt mal meinen Respekt vor seiner bisherigen Leistung. Level 64. Ah, ich habe Kurupi übrigens extra eingesetzt, damit ich jetzt in aller Ruhe... aller Ruhe hier mein Gyarados nochmal hochheilen kann. Ich sollte nur bessere Tränke dafür haben. Safeguard. Oh Gott. Das macht er übrigens da sehr schlau, dass er gegen ein schwaches Pokémon, das ihm eh nichts entgegensetzen kann, sowas einsetzt. Ausnahmsweise mal ein schlauer Zug. Und jetzt haut er es weg, nachdem er seinen Dragoran mit dieser Attacke ein bisschen mehr geschützt hat von mir. Sehr schlauer Zug, sehr schlau. Leider Gottes habe ich meinen Gyarados in der Zeit noch ein bisschen geheilt, aber es war trotzdem schlau. So, da ist mein Gyarados und da sinkt deine Angriffskraft schon. Was sagst du denn dazu? Jetzt kommt hier wieder der Eisstrahl. Das sollte vierfache Effektivität haben. Und da ist das Gyarados schon halb tot und es benutzt Agilität. Damit sollte es jetzt eigentlich schneller sein als ich. Und das ist es auch und benutzt wieder Agilität? Fragezeichen? Die erste Agilität war sinnvoll, weil er dadurch, dass er anschließend schneller ist, keinen wirklichen Zug auf mich verliert, es sei denn, ich habe so Sachen wie Ruckzuckhieb. Aber die zweite Agilität war dämlich. Und da fliegen 4483 Erfahrungspunkte in mein Gyarados. Bald ein Drittel Level oder so. Ich sehe eine großartige Zukunft vor dir. Du kannst jeden überbieten. Übertreffen. Gut. Jetzt, wo du mich besiegt hast, kannst du die Herausforderung der Zeri Top 4 Elite annehmen. Außerdem hast du den Clownorden gewonnen. Mit dem Clownorden kannst du VM08 Wasserfall außerhalb des Kampfes einsetzen und Wasserfälle hochklettern, um zu den Top 4 zu gehen. Hier ist ein anderes Gift. Geschenkt. Diese TM enthält Drachenklaue, eine Drachenattacke, die dir sehr gut in Kämpfen dienen wird. Lass mich mal gerade was nachgucken. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst, dass ich eine VM, die ich brauche, nicht besitze. Ah! Wo finde ich die denn? Ich war doch überall. Ha? Wo soll ich denn jetzt die VM bekommen? Kann mir das mal jemand sagen? Tür ist verschlossen. Hier waren mehrere Türen verschlossen. Ne? Wo sollte ich denn die VM herbekommen? Haus. Die Tür ist auch hier verschlossen. Praktisch, wenn alle Türen verschlossen sind. Ach, lass mich mit dem Vieh in Ruhe. Wo sollte ich denn die VM jetzt bekommen? Ha.
Ha, ich war eigentlich überall und habe jetzt keine Idee. Ich glaube, ich beende dann hier den Part und guck das mit der VM einfach nach. Ist ja auch erst das zweite Mal, dass ich was nachgucke. Von daher verzeiht mir bitte. Ich hätte da mal gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.